Genau, erzähl mal ein bisschen was von dir. Also ich bin der Matthias Hilzel und ich kümmere mich schon lange über Burgen und Schlösser und deren Geschichte, deren Erforschung, vielleicht auch deren Erhalt und so ein bisschen das Wissen weiter. Wie hast du diese Burg gefunden? Am Frosch. Deswegen auch wieder, dass da unten ein Meer war, deswegen ist der Sand da. Taten durchwühlt und irgendwann... Hast du jetzt eigentlich alles bis jetzt gehört? Erzähl mal. Also spannende Geschichten und Legenden habe ich gehört. Okay. Dass Wölfe auch einen gewissen Geltungsdrang haben und Anerkennung, weil sie applaudiert werden wollen? Ich weiß jetzt bloß nicht, ist es Sandstein oder ist es schon ein Ziegel? Also Ziegel gab es ja auch früher schon. Ja, ja. Der vielleicht im Fachwerk drin steckte. Ein Tor. Und wer raus wollte, musste wieder durch ein Tor. Heißt, wer auf die Hochfläche wollte, musste hier durch. Ja. So konnte er kontrollieren, wer durch dieses Land zieht. Abgaben liefern, ja. 133 Minuten rein. Einfach ins Teil. Und jetzt stellen wir den mal hier auf und dann. Wo hast du gesagt, beginnt der? Ich probiere heute mal was Neues. Jetzt finden wir zwischenzeitlich zurück im Büro. Und jetzt können wir gleich uns sehen. Okay. Yo, yo, hier ist wieder euer Corny, der verrückte Bauingenieur von Kulturschätze deiner Region. Ich grüße euch alle zusammen. Heute geht's auf eine kleine Exkursion, nämlich, wo sind wir? In Eschenbach bei Oberpfalz, richtig? Genau, Eschenbach in Oberpfalz. Und wir werden einen Burgstall uns angucken, den der liebe Herr Hetzel, der Matthias, gefunden hat und auch eine Geschichte dazu anschauen. Und was werden wir entdecken? Burgstall bedeutet, das ist eine Ruine, wo nur mehr die Steine im Boden sozusagen gesehen werden können. Und mit dem fachlichen Auge kann man relativ noch viel mehr erkennen. Und genau diese Augen möchten wir euch heute mitgeben. Und jetzt geht's los. Und zwar nach dem immens genialen Intro. Und bevor das Intro losgeht, noch eine Sache. Nämlich, habt viel Spaß dabei und kommt mit uns auf Burgenentdeckung. Peace! So, und da ist er, der liebe Matthias. Ich grüße dich erstmal. Jetzt bist du quasi vor 3 Zillionen Menschen auf live auf Video. Erzähl uns doch mal, wer bist du, woher kommst du, was machst du und wieso sind wir gerade hier mitten im Wald? Ja, und genau, erzähl mal ein bisschen was von dir. Also ich bin der Matthias Hilzel und ich kümmere mich schon lange über Burgen und Schlösser und deren Geschichte, deren Erforschung, vielleicht auch deren Erhalt und so ein bisschen das Wissen weitergeben. Dass man nicht nur einfach durch den Wald läuft, so wie jetzt hier. Können wir ja gleich mal schwenken. Im Prinzip hier sieht man einen Altweg, der sich hier durchzieht, durch den Waldboden. Man würde einfach vorbeilaufen. Das ist der alte Weg, hier ist der neue. Man könnte sagen, wenn keine Fuhrwerke mehr durchpassten, hat man sich einen neuen Weg genommen, so dass schneller auf den Berg raufkommen können. Das kann man auch gleich so sagen. Das ist der helle Berg, die sogenannte Miga, die mystisch ist. Es gibt viele Sagen, wenn man im Internet nachliest, was es alles für Sagen gibt über die Miga. Und das ist halt der helle Berg, wo anscheinend sich mehrere solche Wege raufzogen bis auf die Hochfläche. Mhm. Also dann Altweg, kaum zu erkennen. Viele würden es eher als Graben bezeichnen. Und jetzt haben wir gerade wieder was gelernt, Altweg. Und wenn die Fuhren zu klein wurden, zu groß wurden, wurde der neue Weg angesetzt. Und zu dir auch, also erstmal danke für den Exkurs, wo wir jetzt gerade sind. Zu dir nochmal, zu deiner Person. Also das heißt, du bist leidenschaftlicher Burgenforscher. Ich meine, dass wir auch schon erkannt haben, dass wir im selben Verein auch sind, nämlich in der Deutschen Burgenvereinigung. Ne? So, erstmal Grüße an die Jungs und Kollegen und die Mädels da draußen. Hallo, Servus. Und ja, erzähl mal noch so ein bisschen was von dir. Was machst du denn beruflich?
beruflich, ja, eigentlich komme ich aus der Baubranche. Mhm. Irgendwann vor einigen Jahren gewechselt und man kann jetzt bei mir Burgen und Schlösser kaufen, also sich ein Traumschloss kaufen und sich dadurch diesen Traum zu erfüllen. Einfach googeln, man findet mich schon. Und was dürfen wir googeln? Ja, was dürfen wir googeln? Burgschlossverkauf. Burgschlossverkauf.de. Super, und da finden wir dann quasi deine Seite. Ich habe es mir auch schon angeschaut. Fand ich richtig schön. Wir haben uns ja getroffen, nämlich jetzt, warte mal. Jetzt. Yo, wir haben jetzt auch mal die Kamerafrau gewechselt. Also ich habe zwar lange Haare, aber ich war Kameramann und jetzt dahinter ist die liebe Jessica. Sie ist auch mit dabei und filmt uns jetzt. Und wir waren jetzt gerade so in der Frage, nämlich, ihr fragt euch vielleicht, was hat der Typ schon wieder dabei? Apollo, die Drohne, und da hinten ist Artemis, unser 3D-Laserscanner. Weil wir laufen ja zu dem Burgstall, ja, den der Matthias getroffen und gefunden hat und erforscht hat. Und wir waren gerade bei der Tatsache, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich über Kulturschätze deiner Region, ja, über die Facebook-Seite. Und da habe ich mich ja tierisch drüber gefreut, dass er dann uns angeschrieben hat und dass er das toll findet, was wir treiben und wie wir jetzt hier sind. Und einen Tag drauf haben wir schon telefoniert und uns für heute hier verabredet. Und das ist doch mal traumhaft schön. Was, wie bist du zu Kulturschätze deiner Region gekommen und erzähl mal davon. Eigentlich per Zufall, weil ich ja immer mich für historische Gebäude interessiere und immer suche, wer ist noch so ein Mitstreiter, ja. Und dadurch bin ich auf Kulturschätze eben gekommen, deine Region. Und ich dachte, Mensch, da kann man ja was zusammen machen, vielleicht auch bewegen, so ein bisschen Leute anspornen, nicht nur über den Burgstall hinwegzulaufen, sondern auch ein bisschen so in die Geschichte zu schauen und das Ganze vielleicht auch weiterzutragen, ja, in Zukunft. Ganz genial. Was passiert, weiß man ja nicht. Ne? Dafür sind wir da. Dein Wissensfundus. Vorhin waren wir schon auf dem Plateau gestanden und durften schon Matthias lauschen und hat uns schon über die Metrusker erzählt, die das sagenumwobene große goldene Kreuz auf dem Plateau. Welches wird es hinlaufen? Wir bleiben am Hang. Wir bleiben am Hang. Oben die Niger, man kann ja mal drüber fahren dann später. Mhm. Sieht man das ganze Gebiet da oben. Ja. Aber wir bleiben, ich sage jetzt mal, im Mittelalter. Wir bleiben im Mittelalter, ja, okay. Aber es war sau interessant zu hören, nämlich ihr müsst euch vorstellen, wir laufen also jetzt gerade so im Berghang, ja. Also wir sind sozusagen in der Schräge drin und da werden wir dann auch den Burgstall drin finden. Und auf dem Hang sozusagen, auf dem Plateau hat er erzählt, dass da womöglich eine legendäre große Stadt war, die eben hier von den Slawen, die sind da aus den russischen Gefilden einst hier reingekommen. Aber ich glaube, ich krieg's nur halb so gut hin, weil das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte, die du uns erzählen kannst. Und drück mal kurz Stopp. Die Legende nach heißt es ja, auf dieser Miga, dieser Hochfläche, soll eine riesige Stadt gestanden haben, wo angeblich heute noch die Bauern immer wieder mal irgendwelche Fensterstöcke oder so finden oder welche Türbeschläge, ja. Und diese Stadt war so reich, dass sie sich ein riesiges, großes Goldkreuz errichteten, das weithin über die ganze Gegend hier zu sehen war. Und das ist jetzt verschwunden. Und immer wieder wird spekuliert, dass man zum Vollmondnächten und so, aber irgendwelche Geschichten findet. Ach, und deswegen wird gesucht nach dem, aber vielleicht findet es irgendjemand, man weiß es nicht. Ja, also, ob auch diese Stadt bestanden hat, man weiß es nicht, dass ihr vor Vorzeiten besiedelt war, das kann man beweisen. Aber was man richtig beweisen kann, sind eben die Slawen, die dann vielleicht mal kurz vor unserer Zeit, unserem Mittelalter da waren. Mhm. Die waren auf jeden Fall da. Hier findet man Gräber, man findet Spuren oder bei der Barbara-Bergkirche, das ist sozusagen der westliche Endpunkt von dieser Miga. Da hat man ja über 100 Slawengräber gefunden mit reichen Grabbeigaben. Wer sich interessiert, ist oben gut beschildert. Das Barbara-Berg mit Kirchenruine, wunderschöne Aussicht. Kann gerne dort hinwandern. Okay, zwei Fragen. Miga, was ist Miga? Mega. Ja, der mega, große Berg. Mega. Ja. Und hier, dieser Berg, wo wir entlang wandern, dieser Tang, heißt der helle Berg. Also auch Miga, hell, heiliger Berg. Ach, aber du sagst schon Miga und nicht mega, ne? Nee. Und Miga leitet sich aber vom Mega ab, von groß, genau, ne? Und wir sind jetzt gerade auf den Miga und im Teil auf den hellen Berg. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Okay, also in dem Distrikt. Und dann hast du erzählt, eben die Slawen, damit wir unsere Jungs und Mädels da draußen mitnehmen. In welchem Jahrhundert sind wir circa? Ach, wie sind wir? Ja, 200, 300 nach Christus ging das los. Ja, und dann im 8. Jahrhundert
ging die Vermischung los, wo dann doch hier rein die Kolonisierung kam von den Bistümern, den Franken, ja. Mhm. Dann möchte ich nicht sagen, wurden unterjocht von den neuen Herrschern, aber zumindest ein Zusammenleben stattfand. Und wir sind ja unten von Zetlitz hochgewandert, das ist ja schon ein slawisches Wort, Zetlitz, ja, deutet auf slawischen Ursprung hin. Jetzt hast du 200 nach Christus gesagt, da hat ja eigentlich noch das Römische Reich so halbwegs existiert. Also wir reden hier von Nero in Anführungszeichen und Caesar. Natürlich waren die in anderen Zeiten, aber nur damit die Menschen wissen, was das Römische Reich ist. War ja allerdings auch schon in Richtung Zusammenbruch langsam. Ne? Ich glaube irgendwo 350 ging es dann in den Zusammenbruch mit den Teilungen zum östliches Römische Reich und westliche Römische Reich. Das bedeutet also, dass in dieser Zeit die ersten Slawen über die Völkerwanderung, weil eben dieses Römische Reich langsam zusammenbrechen drohte und die Grenzen verfielen, sozusagen auch die, jetzt sind wir ja in Bayern in Anführungszeichen, das heißt die Sachsen sind ja noch weiter oben, das heißt die mussten sich ja gegen die Sachsen erst einmal anpassen, rumkommen, durchsetzen und dann konnten sie hier siedeln. Bis eben 800 und wenn mich nicht alles täuscht, war glaube ich Karl der Große um 900 mit Papa Germania, wenn mich nicht alles täuscht, ne, hier unterwegs und der war ja Franke. Ne? Genau. Also der hat ja das Frankenreich begründet und er war sozusagen, nachdem das Heilige Römische Reich zusammengebrochen ist, auch wieder der erste Kaiser, ne? der erste Heilige Römische Kaiser deutscher Nationen. Genau. Ne? Und das ist halt ja auch ein. Es wird immer die Nordoberpfalz, wir sind ja im sogenannten Nordgau, als unwirtlich und nicht besonders, nicht besonders gut leben konnte hier, beschrieben. Und deswegen hat man es halt so einfach den Slawen überlassen, weil man da eh nicht hin wollte. Ja. Sind ja die Römer sind ja bloß bis Regensburg gekommen, richtig? Nicht nördlicher. Ja. Wir sind ja weit im Norden des heutigen Bayern eigentlich, könnte man sagen, oder Ostbayern ist man ja eigentlich genauer gesagt. Und heute noch wieder böhmische, also es ist doch sehr kalt und jetzt in der letzten Jahreszeit natürlich sehr trocken hier gewesen und deswegen hat man es einfach den Slawen überlassen, dann konnten wir halt im Prinzip hier das kultivieren, das Gebiet, bis dann eben die Neuzeit mit dem Mittelalter, Frühmittelalter anbricht und man doch hier neu besiedelt alles, neu erschließt, vor allem dann durch die Bistümer Würzburg und Regensburg, die hier eingreifen und später dann eben auch durch das Bistum Bamberg, das natürlich vorantrieben, auch für den deutschen Kaiser, das König, dass hier im Prinzip das Gebiet auch kultiviert wurde und dann das Slawen mehr oder weniger weggenommen, zumindest zusammengearbeitet und man hat ihm einen neuen Adel als Obersten vorgesetzt und der musste dann sich darum kümmern, dass die auch gescheit arbeiten können. Ja, okay. Ja, wow. Die Metrusker hast du erwähnt. Möchtest du zu denen noch mal ein bisschen was sagen? Ja, weiß ich leider zu wenig drüber. Mal die Basics. Das ist dann oben, also es heißt, dass die hier gesiedelt haben und diese Städte hier gegründet haben. Etwas weiter ist der Eichelberg wahrscheinlich auch. Ja. Gibt es wieder die Mischung, einige sagen, es waren Kelten. Okay. Also das ist so ein Gebiet, wo ich sage, irgendwann muss mal Schluss sein. Ja, ja. Früher, Mittelalter, da bin ich noch dabei. Aber dann also kurzum, die Metrusker, die sind noch vor 200 nach Christus und gelten, oder können wir quasi, du hast jetzt vorhin gesagt, noch die Kelten quasi in Anführungszeichen, geht quasi in eine Vorkultur, vor dem die Slawen eingebrochen sind und nachdem einfach durch die Wirren des Zusammenfalls des Römischen Reiches und den Beginn einfach dieser ganzen Völkerwanderungen sind einige Kulturen einfach zusammengebrochen. Und dazu gehören die Metrusker. Genau, okay. Ja, super. Haben wir noch, ich glaube, dann wandern wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ne? Wohin wandern wir jetzt nochmal? Vielleicht mal davon abgesehen, wohin wandern wir denn? Mal stopp und wieder neu. Wandern wir jetzt eigentlich gerade? Wir wandern jetzt mal zum Burgstall Neuhaus. Wir nennen ihn einfach mal Neuhaus, weil die Gemarkung dort in den Flurkarten Neuhaus heißt. Ob es auch wirklich so geheißen hat, die Burg, die dort stand, weiß keiner. Ja, es gibt bis jetzt keine Unterlagen, wir konnten bis jetzt nichts finden. Deswegen nennen wir es einfach Burg Neuhaus, also das neue Haus, das sich irgendjemand dort gebaut hat. Wer, wissen wir leider auch noch nicht. Mhm. Aber es ist interessant, eine solche alte Anlage zu sehen. Dass überhaupt noch was zu sehen ist, ist ja auch schon mal was. Mhm. Ich habe ja, du hast mir im Vorfeld Dokumente schon zugeschickt, die ich mit ganz großem Interesse auch schon durchgeschaut habe.
Ist es in deinem Sinne, wenn ich dann im Zuge dieses Videos auch mal so diese Texte und so weiter vorlese, dass wir das auch veröffentlichen, zum Beispiel mit einem Link und so weiter? Mhm. Ne? Cool, super. Ja gut, dann schauen wir uns mal eben in deinen Worten, in deinen Fachworten, ne? Burgstall für unsere Kollegen und Kollegen, also für die Menschen da draußen, die noch, was ist ein Burgstall? Man könnte eigentlich daraus sagen, eine Burgstelle, ja, da war mal eine Burg gestanden, ja, von der man mehr als Wallgräben oder kaum noch was sieht, also kein aufgehendes Mauerwerk, so könnte man es erklären. Die Burgstelle, der Burgstall, das hat nichts mit Stallgebäude, mit Pferde oder Rinder zu tun, sondern Burgstall, Burgstelle und in alten Urkunden werden diese Burgstelle auch immer noch als Lehen vergeben, daraus entwickelte sich eben der Burgstall, das Wort, das wir heute kennen für eine verschwundene Burg, könnte man sagen. Ah, okay, das bedeutet also, dass ihr, und aha, jetzt kommt gerade der Bauforscher in mir durch, Archivalienforscher, das bedeutet, anhand dieser Urkunden können wir dann quasi anhand der Lehen, die noch mit angegeben werden, erkennen, wo noch eventuell, müsst ihr ja auch erst finden, weil sie sind hier unter der Erde, diese alten Burgstellen sozusagen sind, richtig? Genau. Cool, super. Ja. Grenzgenial, viel gelernt, sehr, also das ist toll, was für ein toller Sonntag. Dann laufen wir jetzt mal weiter. Kommt mit. Rein. Wo die Herbststamm, keine Ahnung. Ach so. Sind viele Bauernhäuser weggerissen worden. Mhm. Drüben an den Pfaden ja heute. Ab und zu sieht man auch, wie sie irgendein Bad rausgerissen haben, dann sind dann die Fliesen mit Beton da. Ja. Ja klar, so wird halt der Feldweg befahrbar gemacht, ne? Ja, das sieht doch ganz interessant aus. Das stimmt. Der ist behauen, ne? Mhm. Alter Sandstein. Es ist ein Sandsteingebiet, hier gibt es ja die riesigen Sandgruben. Aha. Mit dem besten Bausand überhaupt. Okay. Mit dem besten Bausand überhaupt, warum? Genau. Das sagt man so. Ja, weil... Von mir von Weidenbergholm und dem Sand. Du sagst mir, hast du eine Sache? Sand ist irgendwann endlich. Ne? Wer bitte? Der Sand ist irgendwann endlich. Ne? Sand ist endlich? Mhm. Und irgendwann ist vorbei. Gibt es keinen Sand mehr, wenn es alles abgebaut ist. Das ist jetzt mal interessant. So habe ich noch nie, aber das ist ja. Also gut, Sand ist ja. Gut, Sand ist keine Erde. Ja, stimmt. Was ist Sand? Was ist Sand? Ein Frosch. Deswegen auch wieder, dass da unten ein Meer war, deswegen ist der Sand da. Ah, okay. Mhm. Wie hast du diese Burg gefunden? Hier mal immer wieder Karten durchwühlt und irgendwann... das Denkmalamt eine Lage eingezeichnet, Burgstall. Burgstall bei mir um die Ecke. Da habe ich dann viele Leute gefragt, was das ist, ob sie mir was sagen können dazu. Jeder hat gesagt, kennen wir nicht. Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, muss ich selber nachschauen, was hier los ist. Und dann siehe da, man erkennt noch einiges. Aha. Gräben ist ja schon mal ein Vorteil. Einen Burgplatz, der etwas merkwürdig ist. Und so kam es zur Entdeckung, Wiederentdeckung, sage ich jetzt mal. Ja, so eingetragen als Bodendenkmal, ja, aber damit beschäftigt hat sich irgendwie keiner. Okay. Ist hier Pilzwald, ne? Ja, Pfifferlinge sind es nicht, glaube ich. Ja, ich habe auch überlegt, aber ich die sind zu gerade. Ja. Also, im Sommer gewandert bin, waren hier da rum, die anheitelt werden. Aha. Aber dann, einen Tag später, war es eigentlich. Wo ich dann mit dem Denkmal durch bin. Ich muss mal kurz schauen, ob wir es nicht verpassen. Nein, noch ein bisschen. Die Burg, sind wir schon so weit? Nee, noch nicht. Wieder eine interessante Stelle, die nicht eingetragen ist. Ich weiß nicht, was 100% ist. Mhm. Ja, zu Zeiten, ich meine, das ist ja ganz interessant, wenn man so uns überlegt, dass früher so viel Wald war, ne? Und bei Weitem nicht so viele Felder und
Wir sind hier in der nördlichen Oberpfalz. Eines der bedeutenden Baudenkmäler Typus ist das Hammerschloss. Hammerwerke. Die Hammerwerke für Eisenverarbeitung. Hier wurde viel Eisen abgebaut von dem Drumungsplatz. Mhm. Mussten oder haben das Eisen ja irgendwie verarbeiten müssen und brauchten dazu Holz. Kohle. Hm? Genau, Holzkohle. Und so bewaldet wie heutzutage war es damals nicht. Es gab ja dann Verbote, Holzkohle zu machen. Also wenn man so alte Schummerungskarten anschaut, da sieht man, dass viele Holzmeiler in Wäldern noch existieren. Ja. Also, sieht man vielleicht nicht, vielleicht so ein ganz kleines bewachsenes Rondell, so ungefähr. Da waren die Holzmeiler, ja, und das sind etliche hier in den Wäldern noch erhalten. Vor Ort wahrscheinlich gar nicht zu sehen, nur auf dieser Schummerungskarte. Reliefkarte heißt es, glaube ich. Ja. Da musste man ja natürlich schauen, dass man schnell Holz wieder herbekommt. Dann hat man dann die Kiefern und Fichten gepflanzt, mhm, die schnell wachsen. Mhm. Ja. Früher war es mit Sicherheit ein Mischwald. Eiche, alles Mögliche. Ja. Ne? Mhm. Ja. Und dann hat man eben das Verbot erlassen. Das Bauholz wurde getrennt und dann das Brennholz sozusagen für die Hammerwerke wurde dann extra ausgewiesen. Ach krass, was, ja, und was sind Holzmeiler? Da wurde Holzkohle gemacht wurde. Ach, die Aufschichtung, genau. Erde, mhm, drauf und, mhm, dann hat es ja überall. Die Köhlerei dann sozusagen, Köhler, ne? Die Köhlerei. Ja. Da habe ich bei uns in Allersberg, da bin ich auch durch den Wald gelaufen und da habe ich was ganz Tolles gesehen, ja, weil da sind ja geschichtlich das, mhm, alles erklärt. Deswegen sehr interessant, ja. Okay. Ja, das heißt also, die haben schon, ja, das ist auch richtig, im Zuge der Kriege und so weiter und Belagerung der Städte, die haben ja alles abgerodet, um diese kompletten Waffen auch dann vor Ort schmieden zu können und so weiter. Das heißt also, das, was wir jetzt hier sehen, muss gar nicht zwingend gewesen sein damals, richtig? Das heißt, es war alles einfach offen und ohne Wald. Ja. Mhm. Mhm. Hochinteressant auch so der Aspekt, den du gerade erwähnt hast, nämlich hinsichtlich, ja, und dann hat man erkannt, man muss Bauholz von Feuerholz unterteilen und man hat erkannt, nachwachsende Rohstoffe und man sollte vielleicht nicht so inflationär damit umgehen. So, hier haben wir wieder was Merkwürdiges. Was Merkwürdiges? Ja. Ah. Wenn man sich den Wald links und rechts anschaut, stimmt, dass da eine Aufschüttung ist. Ja, mhm. Machen wir einfach mal einen Wall. Mhm. Den, den ich vorbeiführe, der auch forscht. Rumforscht. Ja. Sachen, der fast sagt, das könnte der Wall für eine Altstraße sein. Ein Wall, ach. Aber auch nicht zu alt. Also nicht, wir sind nicht im Frühmittelalter, wahrscheinlich vielleicht eher spätes Mittelalter. Und zwar, wenn man hier runtergehen würde, würde man genau an den Burgstall rauskommen. Ach komm. Aha. Die Straße zieht sich dann hier rauf, macht hier wahrscheinlich einen Bogen und geht dann in diesen heutigen Forstweg über. Aha. Und geht auch wieder, wie jeder Berg, auf die Mieger rauf. Aha. Krass. Läuft mal einfach vorbei. Hochinteressant. Das Auge hast du zwischenzeitlich voll und ganz, ne? Ja, das. Für solche Sachen, ja. Ich habe noch einen Bekannten, der im Prinzip über den Waldboden läuft und dann so, ach, schau, Steinzeitwerkzeug. Ja, echt? Der findet immer was, ja. Ach komm. Krass, ja, wenn man erstmal seinen Filter dafür geschult, ja, hat, ne? Dann siehst du ja, ne, wenn ich als Tragwerksanalyst in Gebäuden rumrenne, überall Risse. Da sind Risse, hier sind Risse. Vorhin deine Geschichte mit den Spalten fand ich witzig. Ein neuer Begriff. Der Unterschied zwischen Riss und Spalt. Der Spalt ist 10 cm. Ja. Und jetzt machen wir doch mal was richtig Schönes, weil wir haben ja heute die Jessica mit dabei. Sag mal hallo. Hallo. Jetzt hast du uns ja zugehört und du bist ja ein bisschen bis gar nicht in dieser Materie. Was hast denn du jetzt eigentlich alles bis jetzt gehört? Erzähl mal. Also spannende Geschichten und Legenden habe ich gehört. Okay, und ja. Dass wir jetzt auf dem Weg zu einem Burgstall sind und dass das nur der Umriss quasi noch ist, wo eventuell mal was gestanden hat. Mhm. Und ja, bin gespannt, das jetzt dann zu sehen. Und warum, ich tue es jetzt mal etwas spitz aus, warum opferst du deinen Sonntag, um hier
mit zwei Burgenforschern hier bepackt mit allen möglichen mitzukommen. Was interessiert dich dabei oder was ist es? Abgesehen, dass du die Zeit mit mir verbringen musst. Ja, genau, das ist es. Nee, tatsächlich finde ich wirklich die Geschichten, die Legenden sehr interessant und ja, einfach mal auch was Neues zu sehen, hier den Wald kennenzulernen. Und ja, spannend. Spannend. Schön. Schön spannend. Na dann, hast du irgendwas den anderen Menschen da draußen mitzugeben an der Stelle? An der Stelle gerade nicht, aber vielleicht später. Alles klar, danke. Ja, ich glaube, das, was wir jetzt auch machen, Matthias, und mit dem Video und so weiter und mit dem YouTube etc., ich glaube, in dieser Art und Weise gibt es das noch nicht. Ich habe noch nicht jemanden gesehen, der sowas macht. Und ich glaube, das könnte eine Chance sein. Und ich bin davon überzeugt, dass das genau die Chance ist, es einfach mal auf andere Art und Weise in die Welt zu bringen. Ja. Ne? Das ist ja, für viele könnte es ja am Anfang auch nur trocken sein, ne? Weil wenn dann quasi derjenige, der erzählt, das nur Daten, Fakten ohne Legenden, ne? Und es sind ja letztlich die Geschichten, die das Ganze so interessant machen. Und auch, wie soll ich sagen, wie eine touristische Führung erwartet, das gibt es hier nicht. Ja, richtig. Man muss selber entdecken. Vielleicht ja. Auch ein bisschen interessant. Wenn eine touristische Führung möchte, Schloss Brunn im Altmühltal, tolle Burganlage, geht damit rein. Wir gehen einen Schritt weiter. Ja, wir wollen wissen, warum steht die Burg da auf diesem Felsen? Ach, du bist toll. Du hast gerade mein Horizont erweitert. Touristische Führungen sind andere Führungen, wie wir jetzt gerade machen. Das sind ja andere, das sind ja auch... Ach, das, wie würdest du das, was wir jetzt machen, dann nennen? Burgenfreaks. Burgenfreaks. Das ist auch ein cooler Kanalname. Entdeckergeist, das ist meine Ordnung. Entdeckergeist, okay. Das ist auch cool. Entdeckergeist, ja, oh, das ist auch schön. Burgenfreaks und Entdeckergeist, cool. Aber auch wieder ein Weg, man sieht frisch befahren, ja. Immer schlecht. Der geht jetzt etwas ins Tal hinunter und zur Ortschaft Pichelberg. Und Pichelberg wahrscheinlich, also eigentlich kann man es nachweisen, war auch ein Sitz, also ein Haus eines Adligen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen eine Burg, aber zumindest vielleicht ein turmartiges Gebäude oder noch schlimmer gesagt, das einzige Steinhaus. Außenrum gebaut hatten nur Holzhäuser, Fachwerkhäuser, noch Lehmbauten so ungefähr. Und der Adlige hat sich da einen Turm gebaut, deswegen der Sitz. Ja, kann man auch wieder spekulieren, dass die Verbindungsstraße zu dem anderen Sitz. Okay, das heißt auch, dass es logischerweise nach wie vor genutzt wird, ne? Forstweg, ja. Wow. Tiefes Spektrum insgesamt. Okay. Und jetzt, in welche Richtung laufen wir? Jetzt gehen wir bergab. Jetzt geht's bergab. Tatsächlich? Ja. Ich war gerade in den Bergen die letzten zwei Tage und ich weiß jetzt, wie man sich verhalten soll, wenn man einem Bär oder einem Wolf begegnet. Und was machen wir, wenn wir einem Wolf begegnen? Die Leine nehmen. Die Leine nehmen. Domestizieren. Nee, man soll erstmal den Abstand wieder vergrößern. Soll aber dann auch auf sich aufmerksam machen. Also man soll sich langsam zurückziehen, aber soll dann auf sich aufmerksam machen, in die Hände klatschen und so, dass er halt quasi nicht erschrickt. Also meinst du, dass Wölfe auch einen gewissen Geltungsdrang haben und Anerkennung, weil sie applaudiert werden wollen? Das kann natürlich auch sein. Klasse, Wolf! Hast du gut gemacht, Wolf! Schöner Wolf! Das kann auch nur der Neuzeitmensch sagen.
Ist das dann auch der besagte Forstweg, der durch unseren Burgstall geht? Das mit dem Sand fand ich vorhin sehr interessant nochmal. Das interessiert mich jetzt gerade. Also wir laufen ja gerade im Meer. Vor Urzeiten war hier dieses Jura-Meer. Jura-Meer, ja. Und dort halt wahrscheinlich durch geriebene Steine diese riesigen Sandbänke sozusagen geschaffen, die heute abgebaut werden. Bausand, Spielsand, alles Mögliche. Zieht sich hier runter bis Weiden. Jede Menge Sandgruben und dadurch dann Badeseen, Freizeitseen. Ja, stehen, ja, ja, ja. Der Sand hier ist was anderes. Aber ist auch Sand. Ja. Ne? Jetzt sind wir eigentlich schon da. Wir sind schon da. Ja. Warte. Oh, wir sind da. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe schon was gesehen, nämlich rechter Natur jetzt gerade von mir. Im Wald drin. Da ist ja schon eine Aufschüttung zu erkennen. Wenn man genau hinschaut, ist das hier merkwürdig flach. Ja, wenn man genau sieht, ist das hier merkwürdig flach, ja. Das eingeebnet wurde, um hier einen, sagen wir einfach mal, diesen Platz zu schaffen. Genau. Das Gebäude ist, wir sind ja am Hang. Die Hochfläche geht ja hier rauf. Ja, ja, ja. Also wer könnte hier ein Gebäude gestanden haben? Ganz vorsichtig, weil es ist ja trotzdem die Angriffsseite, sollte ein Feind über den Berg kommen, kommt er hier direkt hin und könnte das Gebäude in Brand setzen. Funkenflug setzt unsere Burg in Brand. Ja? Richtig. Mhm. Sehr schlecht, aber hier so ein Vorfeld zu schaffen, dass man im Prinzip Ausfälle machen könnte oder das sperren könnte mit Palisaden oder das, warum nicht, ja. Leicht zu erkennen, da ist eine Mulde und auf einmal geht es wieder hoch. Genau, ja. Und das ist, also das heißt, wir sind jetzt mitten im Burg, an der Burgstelle. Genau. Und das ist unser Weg dazu. Ich möchte, bevor wir jetzt in die Thematik reingehen, also tiefer reingehen, nochmal genau auf diesen Weg hingehen, den wir jetzt quasi durch die Burgstelle sehen, wahrscheinlich auch unten. Mhm. Na, laufen wir mal diesen Weg kurz runter, damit wir noch sehen, was in Anführungszeichen zerstört wurde. Weil ich möchte diese Thematik nochmal kurz aufgreifen und mal thematisieren. Und das ist auch interessant hier. Ne, das ist eine Wurzel. Das ist eine Wurzel. Wenn wir jetzt nochmal nach rechts schauen, da sehen wir hier sowas eingezäunt ist. Ja. Und ja, da oben, ich weiß jetzt nicht, ist es Plastik oder Beton. Aha. Das ist so, die sogenannte Neuhäuser Quelle. Ah ja. Die den kleinen Ort Zettlitz mal mit Wasser versorgte. Mhm. Und das ist ja auch der ideale Punkt, eine Burg zu bauen. Ich habe hier eine Quelle mit Frischwasser. Ja. Unten habe ich sogar einen Weiher. Wie alt der Weiher ist, weiß keiner. Mhm. Aber man sieht, wir brauchen für unsere Leute, die hier versorgt werden sollen, natürlich Frischwasser. Und das haben wir hier. Mhm. Also Quelle vorhanden. Burg kann gebaut werden. Ne? Aha. Wir sind nicht auf Regenwasser angewiesen. Ja, ja. Die haben ja auch schon damals Zisternen sowas gehabt, oder? Ja. Um das Wasser zu fangen. Mhm. Es ist ja natürlich die Frage, woher kommt der, wenn denn? Ja. Ne? Zur Auffüllung von einem alten. Ja, Wasser. Genau. Wir haben halt den nördlichen Graben. Aha. Als halt der Weg hier durchgebaut worden. Ja. Und da hat man den Graben einfach zugeschüttet. Zumindest auch, ja, also hier in dem Bereich, ne? Hm. Und das ist ein Forstweg jetzt hier, oder? Und der war davor noch nicht da. Der war schon da, bloß nicht so breit. Ja, okay. Der war hier drüben, jetzt sagen wir mal 1,50 Meter, 2 Meter. Aha, aha. Die hässlichen Rohre da hinten im Wald lagen auch nicht rum. Ja. Und jetzt sieht man hier im Prinzip, haben wir unseren Burgstall.
den Hügel, den Burghügel. Mhm. Und ich hatte irgendjemanden mit dem Bagger alles befestigt, mhm, rausgezogen. Das heißt, wir, uns fehlen etwa 2,50 Meter. Mhm. Mhm. Ist das dann eine Hügelburg gewesen? Beziehungsweise von der Rekonstruktion, die ich gesehen habe, hast du zumindest da schon mal eine Befestigung auch drauf gehabt, ne? Ja, also man muss ein bisschen vorsichtig sein, war es eine reine Turmhügelburg. Ja. Dafür ist es fast zu groß. Mhm. Die Wahl. Da sind sie ja doch rund gebaut, am Berg. Ja, da müssten wir aber richtig rund gebaut haben. Wir haben eine eher oval oder rechteckige Anlage. Mhm. Was so ein bisschen, das sieht man dann, wenn man mal drauf ist, vielleicht vermuten lässt, dass da irgendein hohes Gebäude stand, eben zur Sicherung gegen den höheren Berghang. Ja. Aber wir werden auch nicht reinbaggern jetzt. Schade. Wir haben auch keinen Bagger da, ne? Noch nicht. Vereinzelt findet man Quader. Mhm. Auch was natürlich alles drinsteckt in dem Hügel, weiß bis jetzt keiner. Und in der Bodendenkmalpflege ist es ja so, dass ja im Prinzip die beste Bodendenkmal das unter der Erde ist, ja, und in Ruhe lassen. Was aber natürlich schade für den Entdeckergeist ist, ne? Mhm. Was machen wir denn da? Ich meine, schließlich wollen wir, ich meine, wir sehen jetzt natürlich Umrisse und alles Mögliche. Und am liebsten würden wir jetzt eine Schaufel in die Hand nehmen und den ganzen Berg umgraben, um letztlich am Ende irgendwas Tolles zu finden. Aber wie, was machen wir denn jetzt da? Ja, Idealfall wäre, wenn halt irgendjemand kommt und sagt, Mensch, ich möchte das ja forschen. Student, der eine Doktorarbeit braucht, eine Forschungsarbeit. Und gut, ich denke mal, hier muss man so einen Privateigentümer fragen, ob es Staatsforst ist, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber es wäre eine interessante Geschichte, weil über diesen bis jetzt geschichtlich nichts nachweisbar ist über diese Burganlage, die hier mal stand. Mhm. Das einzige ist eben der Neuser Brunnen, die Neuser Quelle, die erwähnt wird. Mhm. Und da, wo mal so eine Einsiedelei stand, der Weiher angelegt wurde und die Wiesen ringsherum werden erwähnt, dass die vergeben werden an Untertanen so ungefähr. Mhm. Aber über die Burg sagt keiner was. Mhm. Okay, dann laufen wir mal ein bisschen weiter, oder? Schauen wir uns mal ein bisschen herum. Beziehungsweise, also das heißt eine Doktorarbeit, also eine Forschung müsste halt angestellt werden, könnte. Ja. Ne? Also eine Forschung könnte angestellt werden und dazu müsste oder könnte auch der Boden aufgemacht werden. Und da kann dann wieder verfüllt werden. Ja. Ja, ja, klar. Eben. Und da haben wir ja schon einen großen Stein mit einer Rundung. Wobei, das ist, glaube ich, Fels. Nee. Ne? Nee. Zumindest gut unter dem Stein, ne? Da ist aber der andere daneben dran, ne? Mhm. Mhm. Ja. Jetzt kommt mir jetzt auch keiner sagen, was das ist. Mit einer Schere. Ah, es liegt sogar noch da, wo ich hingelegt habe. Ob es Moos ist, weiß ich jetzt nicht. Da bin ich zu wenig in der Materie. Ja. Zumindest haben wir schwarze Verfärbung, was ja eigentlich so ein bisschen auf Brand, also sei es jetzt nicht unbedingt, dass die Burg abgebrannt ist, aber vielleicht auf Küchenreste hindeuten können. Mhm. Mhm. Also wie gesagt, die Steine waren bei meiner ersten Besichtigung von dem Burgstall eigentlich da in dem Hügel drin. Okay, aber irgendjemand hat es dann darüber hingelegt. Ja, das war derjenige, der hier seinen Weg unbedingt durchbauen wollte. Ach so, jetzt hat er. Das heißt, du hast die Steine nochmal gefunden und hast sie jetzt dann da drüben hingelegt. Nee, die liegen jetzt hier. Früher waren sie da. Ist auch sehr gerade, der Block. Ja. Ne? Ja, da ist auch noch einer. Mhm. 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 Ja. Ja, das Schlimmste ist halt hier passiert. Voller Einschnitt. Das ist der Wendepunkt hier. Was ist das? Ein historisches Messer. Ja. Da hat man sich hier einen Wendeplatz gebaut. Ja. Die Rundung war schon einigermaßen da, natürlich nicht so weit drin, sondern viel weiter heraus. Aha. Das ging hier etwas gerade rein und natürlich unser Graben, der hier runterkommt von der Burg, lief hier aus. Mhm. Und das ist jetzt alles weg. Mhm. Wo es hingekommen ist,
hier eingeschüttet. Zur Befestigung genommen, so nach dem Motto, ist ja bloß ein Erdhaufen. Es sind nur ein Erdhaufen, ja. Ja gut, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ne? Oben sehen wir dann auch, dass bei dem Baum ist wieder ein Kader. Ja, ja, ja. Der Moosbewachsene, ne? Mhm. Wir gehen noch einen Schritt rüber. Ja. Wir sind jetzt hier Richtung Osten. Aha. Hier leicht zu sehen, bin ich schwer zu erkennen mittlerweile, auch nochmal wie ein Graben angedeutet. Ja. Okay. Könnte der Zugweg zur Burg gewesen sein. Oh krass. Der hier rumführt, jetzt sieht es so steil aus. Ja, ja. Wie gesagt, da fehlt hier eine ganze Ecke und da zieht sich ja weiter bis zur nächsten Ortschaft. Mhm, man hat ja richtig einen guten Weg angebaut. Mhm. Ja, vielleicht kommen ja Forschungsfahrzeuge. Forschungsfahrzeuge? Ja, da können wir mit dem Bauforscherwagen rein. Ja. Wie gesagt, da war nochmal so eine Mulde drin. Ja, ja. Die zog sich hier rauf und vielleicht der Zugang dann zu der doch höher gelegenen Burg. Mhm. Hier unten auch wieder ein Weiher, hier kommt der nächste Bach rein. Hier vorne ist dieser besagte Neuhäuser Brunnen oder Neuhäuser Bach. Da zusammenfließen und dann bildet sich das hier wie so eine Ecke. Mhm. Da war früher mal ein Weg. Man erkennt so ein bisschen noch den Wald durch, der führte zu dieser Ortschaft Zettlitz direkt. Mhm. Das heißt, wir sind ja im Prinzip so eine richtig schöne große Runde jetzt außenrum gelaufen. Ne? Da kann man heutzutage nicht mehr durchlaufen, da müsste man über Sumpf und mehrere Bäche springen. Okay. Ja, das ist sehr interessant zu sehen. Und hier vorne, da wo das der Farn wächst, sieht man auf der Schummungskarte, ist ein Blatt. Kleines Plateau, da stand wahrscheinlich ein Gebäude und jetzt hier das, was hier so leider verfüllt ist. Ja. Hier war auch eins. Mhm. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, sagen wir mal, hier geht es nach Pichelberg, ja. Geht es nach Zettlitz, da stehen die zwei Bauernhöfe, die Bauhöfe, die im Prinzip den Burgherrn versorgen mussten mit Anbau. Ja. Das war halt ein kleiner Bauernhof, so eine Burganlage, muss man sich vorstellen. Ja, wir haben hier die Bediensteten gehabt oder die Landwirte, dass die Felder bestellen müssen. Oben saß der Burgherr, hat sein Land verwaltet oder für den Landesherrn. Ja. Und hier kam der erste Weg, Tor, aber aus Holz, also ich muss jetzt hier keine großen Befestigungen vorstellen. Hier kam ein Weg rein, Tor, und wer raus wollte, musste wieder durch ein Tor. Heißt, wer auf die Hochfläche wollte, musste hier durch. Ja, so konnte er kontrollieren, wer durch dieses Land zieht und Abgaben liefern. Ja. Ja. Drüben die sogenannte Winterleiten, an der man Kratzspuren im Berg sieht, auf der Schummerungskarte, deutet auf Bergbau hin. Mhm. Vielleicht wurde das auch hier zwischengelagert und dann kamen die Fuhrwerke und haben es mitgenommen zu den Hammerschlössern, Hammergütern, nach, in die Städte zur Weiterverarbeitung. Prag haben wir hier in die Richtung Amberg, Bayreuth, Nürnberg. Also vielleicht ein kleiner Handelspunkt, wo das umgeschlagen Umschlagplatz. Jessie, du wolltest auch was sagen? Ja, es ist schon faszinierend, weil vorhin, wo ihr erklärt habt, was ein Burgstall ist, hatte ich trotzdem noch mal eine andere Vorstellung davon. Aber jetzt das zu sehen und ja, was denn dann ein Burgstall ist. Und ja, einfach, also man würde jetzt normalerweise achtlos da halt wahrscheinlich durchlaufen als normaler Mensch halt. Und jetzt sind wir hier voll in der Geschichte und können uns das halt voll vorstellen, jetzt wenn du auch erzählst, mit, wo jetzt der Farn wächst und so weiter, was dann da alles war. Und man kann sich dann wirklich so bildlich vorstellen. Schon faszinierend, ja. Ja, jetzt, wo du es jetzt geschildert hast, habe ich das schon alles digital gesehen. Weißt du, wie in den besten Dokumentationen von Terra X und so weiter, wie das, wie aufgebaut ist und während man das sagt und dann plötzlich so diese epische Musik, ne? Und dann hört man den Matthias seine Stimme im Hintergrund, wie er das Ganze hier wächst und auferzählt. Sehr schön. Ja, also das mit diesem, also das hier ein Grab ist, den sehe noch nicht mal ich mehr, aber jetzt mit. Sehr interessant, wie du das bringst, ja. Auch vor allem mit der Tatsache eben Burgschloss und dann mit den Gehöften hier unten, dass wir das Ganze da haben und die versorgen werden. Also es ist auch immer eben, wie hast du es gesagt, du hast wahrscheinlich irgendwie trotzdem eine Ruine erwartet, oder? Ja, irgendwie ein bisschen Steine oder so. Also, ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht, wenn man jetzt wirklich halt keine Ahnung hat oder so, ne? Aber ein paar Steine haben wir ja gesehen vorne. Genau, genau.
aber es macht schon Sinn, also man kann sich schon gut vorstellen halt jetzt, ne, wenn man es so erzählt bekommt und jemand, der sich damit auskennt, dann sehe ich es jetzt auch, wenn du das so schilderst. Ja. Aber jetzt alleine hätte ich es natürlich nicht gesehen oder wahrgenommen. Ich will bloß mal um die Ecke schauen, was du da abgeholzt hast. Ja. Freunde der Sonne, da sind wir jetzt also. Jetzt geht gerade jeder so sein eigenes Weg. Ich habe jetzt mal abgelegt und jetzt schauen wir uns mal noch diesen moosbewachsenen Stein an und gehen mal auf das Feld drauf und schauen mal, was passiert. Also jetzt gehen wir mal hier in diese Kuhle rein und das ist das, was hier rausgerissen wurde. Ja, schau her. Da ist ein schöner Stein. Alter Sandstein, da ist der nächste versteckt. Und das ist jetzt quasi hier auch wieder so ein moosbewachsenes Steinchen. Sandstein. Und gehen wir mal weiter. Drehen wir uns mal um. Da unten standen wir. Wie gehabt, Gehöft 1, Gehöft 2 da hinten. Mit Weg hier hoch. Und ein Traum von mir ist es ja, einmal hier so durchleuchten zu können. Um zu verstehen, wie es unter der Erde ausschaut. So habe ich mir auch schon mal einen Metalldetektor gekauft. Zum Beispiel hier zum Metalldetekten. Aber noch geiler wäre es irgendwie so ein Infrarot. Ein, ja. Das hört sich überhaupt nicht dumm an. Ein Gerät, welches erlaubt, durch die Erdschichten zu gehen und sozusagen zu zeigen, was drunter wäre. Wie geil wäre das denn eigentlich? So was kaufe ich mir noch. Ich bin jetzt auf dem Erdhügel. Von da hinten sind wir gekommen, da war dieses Plateau. Da sind wir gerade vorbeigelaufen. Und wenn ihr das kennt, wenn man so durch den Wald läuft, da kennt man, dass es manchmal dumpf ist. Und wenn man sich jetzt rumtrumpfelt, trampelt, hörst du nichts. Also es ist schon massiv auch unter mir. Nichts gefunden. Ja, mit dem 3D-Laserscanner am Pasp, ja, doch, das machen wir. Das nehmen wir auf, weil es ist gar nicht so bewachsen. Nehmen wir ein paar Punkte und dann haben wir wenigstens mal ein Relief, aber wozu? Aber doch zum Durchschneiden und ein wenig spielen, ja. Können wir das eigentlich schon machen? So, 10, 20 Aufnahmen und währenddessen das Video weitermachen. Also ich baue mal Artemis auf. Läuft schon. Was machst du da gerade? Ich baue das Dreibein auf fürs Stativ, weil ich mich dazu entschlossen habe, weil wir wenig Gestrüpp haben, habe ich aber auch gerade schon gesagt in dem anderen Video, dass wir jetzt mal Artemis aufnehmen, damit wir zumindest mal diesen Hügel und diese Landschaft mal digital vermessen, 3D-Laserscan machen, soweit es geht, mit ein paar Standpunkten auf einfachem Niveau und dann wenigstens mal eine kleine Grundlage schaffen können, um hier was zu haben, wenn wir schon da sind. Ne? Bietet sich ja an. Ich meine, genau dafür habe ich ja die Technik gekauft. Ne? Genau dafür haben wir die Technik gekauft. So, machen wir das jetzt in Farbe oder in nicht Farbe? Machen wir es in Farbe. Das
Das ist die Panocam, die ich jetzt oben drauf schmeiße. Also der 3D-Laserscanner hat schon eigene Kameras mit HDR in sich. Und wenn der scannt mit Farbe und allem Möglichen, dann braucht er eine gewisse Zeit lang, um sich um sich 360 Grad zu rotieren. Und wenn er sich 360 Grad rotiert hat, je nach Qualität und Aufnahme der Punktewolke, das bedeutet also der Laserstrahlen, die da rauskommen, fährt er nochmal ein zweites Mal rumherum, um letztlich dann auch diesen Punkten sozusagen eine Farbe zu geben. Und dieses Rumfahren, das bedeutet ja auch Zeitaufwand. Und mit dieser Kameraersatz obendrauf, mit der, was ist das, Ricoh Theta Z1, haben wir eine erhöhte Aufnahmegeschwindigkeit. Das also bedeutet, dass ich farbige Aufnahmen auch unter 2 Minuten machen kann pro Standpunkt. Was natürlich, wenn man bedenkt, dass man jetzt nicht 100 Stunden jetzt hier zwingend verbringen doch möchte, aber nicht auch kann, oder weil ja trotzdem auch andere Sachen zu tun sind, ist das eine super Alternative, und deswegen haben wir das Ganze da. Wir haben ja auch gedacht, mit der Drohne zu fliegen. Wird schwierig. Ne? Wird aber, das bringt ungefähr gar nichts, weil die Bäume sind einfach sehr dicht. Und deswegen werden wir Artemis heute arbeiten lassen und Apollo wird heute vermutlich nicht fliegen. Aber ich habe eigentlich Lust, den nochmal fliegen zu lassen, einfach mal kurz mal hoch und zu schauen, wie es ausschaut. Vielleicht sieht man ja trotzdem irgendwas. Schönes Luftfoto ist besser als Google Maps, oder? Ja. Das stimmt auch. Na gut. Und dann könnte man ja, jetzt ist der umgeflogen. Ach ja, so, das ist Apollo. Braucht man jetzt keinen Führerschein, ne? Wie bitte? Für die braucht man jetzt keinen Führerschein. Lizenzen braucht man dafür. Ja. Also ja, doch, du brauchst schon einen Führerschein. Ja. Also den musst du schon machen, weil es gibt nur die Mini-Drohnen da. Und es, also für den, also das war der Artemis. Das muss schon alles konform sein. Genau. So. Zack. Okay. Wir können. Fliegst du jetzt manuell, oder? Den fliege ich manuell, ja. Und jetzt passiert immer das Zwitterleben, weil jetzt ist Artemis an und jetzt kann man zwar zwischenzeitlich schon mal Aufnahmen machen. Und da kommt dann, weil der braucht ja seine Zeit zum Aufnehmen. Mit 133 Minuten rein. Einfaches Teil. Und jetzt stellen wir den mal hier auf und dann. Wo hast du gesagt, beginnt er im Prinzip? Wo wird es sich lohnen zu beginnen, zum Vermessen? Du hast vorhin so eine Kuhle. Ja, hast gut, ob das halt was Altes ist. Wo werden das? Ich habe die Mond.
Ja, aber der ist jetzt nicht zwingend mit dem Ding verbunden, ne? Aber weißt du was? Ja. Ich denke mal, wir haben so 20 bis 40 Standpunkte mit Umsätzen. Wir werden pro Standpunkt ca. 1 Minute 33 brauchen. Das heißt, da kann man schon mal die Zeit hochrechnen, was jetzt Artemis laufen wird. Plus umsetzen und gucken. Und jetzt starten wir dann einfach mal. Und dann misst er seine 70 Meter auf. Das kalibriert er sich erstmal. Und schauen wir mal. Zufrieden passiert. Normalerweise könnte ich, glaube ich, auch von hier schon. Da hinten ist schon Apollo. Jetzt mal drauf gucken. So schaut das jetzt hier aus. Das ist jetzt der Apollo hier. Jetzt kann ich hier gucken. Das ist die Kamera, die vorne drauf ist. Zack. Und jetzt können wir gleich uns sehen. Hier, siehst du uns? Jetzt kommt er. Angedüst. Ich glaube, ich bin im Sportmodus. Jetzt sind wir hier. Jetzt können wir ein Foto schießen. Zack, jetzt haben wir ein Foto geschossen. Hier. Ja, kein Problem. Jetzt haben wir unsere Aufgabe. Ja. So. YouTube-Channel Entdeckergeist. Hast du was gefunden? Schauen wir mal. Der steckt jetzt auf etwa halber Höhe von dem Hügel drin. Aha. Auf jeden Fall auf der einen Seite glatt, auf der anderen. Ja. Zumindest rot. Mhm. Putzreste. Genau. Könnte und eine Bebauung hier deuten. Ich weiß jetzt bloß nicht, ist es Sandstein oder ist es schon ein Ziegel? Also Ziegel gab es ja auch früher schon. Ja, ja. Der vielleicht im Fachwerk drin steckte, als Zwickel. Mhm. So. So als Bruch, da kannst du was. Ich würde sagen, es ist ein Findling, so ein Bruchstein, behauen. Spuren auf eine Bebauung schon mal. Ja, definitiv. Und da nicht unten lag und nur hingeschüttet wurde, sondern wirklich drin steckte. Schon mal wieder. Beweis mehr. Ein Beweis mehr. So. Bauforscher beim Arbeiten. Ha. Da hast du den Stein gefunden, den wir gerade gesehen haben. Ne? Ja, alles gut. mitten in Action haben wir dich auf. Gecached. Nehmen wir mit. Ein bisschen sauber machen. Aha. Also fotografieren, dokumentieren. Ne? So eine schöne Kante. Mhm. Gut, da fehlt natürlich
was. Ja. Man weiß ja nicht, was damals mit der Anlage passiert ist. Es ist abgebrannt, zerstört worden. Wie lange beschäftigst du dich jetzt mit dieser Neuhausstelle? 4 Jahre. 4 Jahre? Hm. Wow. Ausschließlich? Deswegen kann ich auch kein Schloss oder keine Burg besitzen, weil ich so viele noch zu erforschen habe. Wenn ich ein Schloss oder eine Burg besitzen würde, wenn ich es mir mal leisten kann, dann kümmere ich mich ja bloß noch um eins. Mhm. Kann ich erst machen, wenn ich Rente gehe. Ja, die erste. Und ein bisschen weiter oben sieht man auch wieder eine Ebene. Genau. Und wenn wir dann später mal draufstehen auf dem Burgstall, sieht es aus, als wäre ein Gebäude, sagen wir mal, in den Burghof gestürzt. Mhm. Was ich auch vorhin bemerkt habe, wo ich schon mal oben rumgekrabbelt bin, ist, ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr im Wald rumrennt und der Boden sich so dumpf anhört, ne? So hohe, so dumpfig. Ne? Und wenn du da oben bist und stampfst, nichts stumpfig, das ist richtig massiv drunter. Also das ist auch so ein Indikator. Ich habe mir auch schon mal schlau gemacht, ob es nicht irgendwelche Gerätschaften gibt, um durch die Erde durchzugehen. Und die gibt es schon, aber die gibt es noch nicht so handelsüblich wie das hier. Aber ich bin der Erste, der sowas kauft, sobald das portabel ist. Das ist, kannst du wissen. Also das ist diese Aufschüttung. Ne? Ja, der neue Wall. Genau. Hier der alte Graben. Mhm. Das kleine Plateau, was da zum Weg drauf wird. Mhm. Hier rechts unsere Burg. Steigen wir mal drauf. Steigen wir mal drauf. So, jetzt sind wir da. Das ist also der Burgplatz, die eigentliche Burg, Kernburg, sagen wir einfach mal. Mhm. Was jetzt hier auffällt, es fällt ziemlich steil ab. Ja. Hier unten haben wir eine kleine Ebene. Genau. Und hier, ja, wie so eine Schüttung. Ja. Was einen vermuten lässt, dass hier ein Turmgebäude, vielleicht eine Schildmauer gestanden hat, die irgendwann da reingefallen ist. Mhm. Mhm. Es sieht auch. So ein bisschen L-förmig aus. Mhm, das hier drüben, könnte man sagen, war der Zugang, das Tor, in den kleinen engen Burghof. Ja. Dann haben wir hier das Hauptgebäude, also den Turm. Mhm. Unten vielleicht noch irgendein Gebäude aus Fachwerk. Mhm, das bedeutet hier, diese Schräge ist im Prinzip eine umgestürzte Mauer, womöglich. So könnte man es deuten. Genau. Da keiner reingegraben, wir wissen es nicht 100%. Wir wissen es nicht, ja. Und sowas können Studenten machen, oder? Mit Profession, ja. Mit Professur und so weiter. Schnitt reinmachen. Oder ja. Ja, schön. Also prinzipiell müssten wir solche Videos auch den vereinzelten Denkmal-Lehrstühlen zukommen lassen, ne, und wir mit denen dann quasi sprechen. Und ne, Bamberg, ja. Oder auch ein Denkmalamt, die haben ja gar kein Geld für sowas. Mhm. Oder keine Zeit. Mhm. Hier sieht man jetzt auch etwas erhöht, wieder ja. So ein Wall. Ja. Als wenn hier was gestanden wäre, das links und rechts abgestürzt ist. Brand, Aufgabe der Burg. Mhm. So noch Zerstörung, aber wir wissen nichts über Zerstörungen. Was auch sein könnte, was dann in die Sagen geht. Mhm. Wir haben 20, 25 Kilometer von hier ist das Kloster Michelfeld. Okay. Das Kloster Michelfeld hat Otto von Bamberg, der erste Bischof, gegründet. Und oberhalb des Klosters im Felsen stand die Burg Gernotestein oder Huvestein, wo er dann Bedenken hatte, dass wenn sich da Räubergesindel vielleicht reinsetzen würde, dem Kloster gefährlich werden könnte. Mhm. Also wurde die Burg geschleift. Was heißt das? Die wurde komplett zerstört, abgetragen. Heute findet man auch noch so Grabenanlagen und auch in den Felsen gehauene Kapellennischen. Mhm. Zumindest irgendwelche Nischen. Mhm. Und dann wurde der Ort mit einem Fluch belegt, dass dort nie wieder etwas gebaut werden dürfte. Ach. Ja? Ansonsten geht den Eigentümer Unheil über. Wir haben hier 4 Kilometer, 5 Kilometer entfernt das Kloster Speinsert. Ja. Baum.
Sollte es nicht hier auch so gewesen sein, dass man Angst hatte, dass diese Burg dem Kloster, weil die hier die Besitzungen hatten, gefährlich werden konnte? Mhm. Man hat gesagt, gut, diese Burg wird aufgegeben, vielleicht nicht abgerissen, aber zumindest aufgegeben. Es ist ja auch kein Ort außenrum, wir sind hier in der Waldeinsamkeit. Ja. Und deswegen ist diese Burg verschwunden über die Jahre. Mhm. Mutwillig zum Einsturz gebracht. Die Aufgabe überlassen. Da können wir noch nicht mal die Bäume fragen, weil die sind jünger. Ja. Jetzt muss man die Wände sich von dem Graben steiler vorstellen, als wie jetzt ist. Hier ist ja Nadelzeug, Erde, alles mögliche draufgefallen, vielleicht auch einiges Mauerwerk, also Holz, was dann zu dieser Einflachung geführt hat. Kannst du das, wie meinst, also quasi, es war gar nicht im Wall, sondern der ist quasi auf... Steiler und tiefer wie jetzt. Jetzt sind wir ja, ich glaube, ich habe es mal gemessen, so 2 bis 3 Meter ja. tief. Gehen wir einfach mal davon aus, wir sind mindestens 5 Meter tief. Mhm. Das heißt, so 2-3 Meter ist hier schon Aufschüttung. Wir sind ja so, laut eines Forschers im 11. Jahrhundert, das heißt über 1000 Jahre, wo das hier angelegt wurde. Ja. Was über die Jahre... Hunderte eben oder Jahrtausende hier alles reingefallen ist und deswegen sind wir ja ein ganzes Stück höher. Ja, richtig. Ja. Deswegen, wenn man die ersten Schichten abträgt, wird man wahrscheinlich gar nichts finden, sondern muss schon einen halben Meter, Meter ja. reingehen und dann erst kommen Funde. Mhm. Und wie kommen jetzt dann diese Wälle zustande? Also das kriege ich jetzt gerade auch gerade noch nicht ganz am Blicken. Also man sagt immer, es sind kleine Wälle, große Wälle und so weiter. Aber wieso sind wir jetzt hier erhöht und da geht es runter und dann geht es wieder erhöht? Ja, das ist ein Hindernis, um sofort in die Burg reinzukommen. Doch. Mhm. Gegen die Hochfläche. Ja. Hier links braucht man es ja nicht so, weil da haben wir ja den Bach, da fällt es ja ab. Ja. Aber gegen die Hochfläche, wenn da niemand... kommen würde, der soll ja nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen. Genau, so ist es. Und ja. nach links auch, weil wir ja da auch wieder diesen Hang haben, das Gelände, das höher liegt. Also hat man außenrum diesen Burgplatz abgetrennt, sodass man hier geschützt die Mauern erstellen konnte und dann natürlich auch geschützt war. Mhm. Das heißt, wir haben also diese Abflachung gehabt, als Wall nach unten und dann haben wir dann quasi, wie du gesagt hast, 5 Meter tiefer und trotzdem ein aufgehendes Mauerwerk dann da gehabt, ne? Ja. Aha. Also wie gesagt, wenn man hier sich vorstellt, sagen wir mal, wir gehen 15, 20 Meter in die Höhe, ja. so wie die Bäume sind, ja. ungefähr so hoch steht hier dann unser Turm. Da können wir schon auf die Hochfläche schauen, wer kommt. Das natürlich stimmt. Natürlich weit ins Tal, ja. weil wir... haben ja keine Bäume. Ja, eben. Das war schon ein guter Kontrollpunkt. Ne? Mhm. Also wie gesagt, das war ja wesentlich tiefer. Ist jetzt durch die Jahrhunderte ziemlich verfüllt. Ja. Ist schon verrückt. Ja, aber und mit den Reliefkarten hast du das dann. Das sind ja genau diese Kreise, die ja, wir sehen. Ne? Genau. Richtig. Und das sind. Alles klar, logisch. Ja, jetzt kann man das eine mit dem anderen, man geht ja dann mit einem ganz anderen Blick jetzt durch den Wald. Toll. Richtig toll. Das ist das Schöne, wenn wir auf solchen Exkursionen sind. Du bist ja mitten in der Natur, ne? Und das ist so auch schön erdend. Die Ruhe. Wenn man nicht gerade vermisst unten. Auerbach? Nein. Seid von der A9 runtergefahren? Ja. Und da seid ihr an Auerbach-Michelfeld vorbeigefahren? Genau. Da gibt es das sogenannte Flembachtal. Und dann heißt es, weiter oben ist das Goldbrunnenbachtal, dann kommt der Ottelsbrunnenbach rein und dann bildet er das Flembachtal.
Limbachtal und Ortis, Goldbrunnenbachtal. Haben wir mal 30 Kilometer, bevor dann in die Pegnitz fließt. Beginnen vom Kloster Michelfeld haben wir 30 Kilometer. Auf den 30 Kilometern kann man 9 Mühlen mit Hämmern nachweisen, Hämmergüter, und 6 Burgen und Schlösser. Auf diesen 30 Kilometern. Krass. Interessantes Tal, auch kaum jemand was drüber geschrieben. Mhm. Wäre auch mal eine interessante Exkursion. Mhm. Bist du auch involviert in die? Also hast du dich da schon geschichtlich eingelassen? Also was? Okay, nein. Cool. Ja, können wir machen. Schon zu lange. Du kennst dich in deiner Heimat aus, ne? Einfach, gell? Wie lange, also ich glaube, du hast es am Anfang schon gesagt, aber oder ich glaube, das war noch, als wir am Hang waren. Wie lange machst du das Ganze jetzt schon? Burgen und Schlössern Interesse gezeigt, schon in der Kindheit. Ja, ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern, dass ich nicht irgendwann mal an Burgen und Schlösser gedacht habe. Ja. Ja, mittlerweile über mehrere tausend besichtigt. Wow. Europaweit. Aha. Und dann jetzt hier eben in unserem Nordbayern hängen geblieben. Mhm. Ich habe gesagt, Mensch, so schlecht davor. Es ist nicht 100% schlecht davor, darf ich nicht sagen. Aber man könnte mehr tun. Ja. Und zum Beispiel hier bin. Einfach mal Wanderwege herkommen, die sagen, im Prinzip hier stand die Burg sowieso. Das und das ist zu sehen, ist ja auch für die Touristen, die hier Urlaub machen sollen, interessant. Und dann wird es ein bisschen sensibilisiert und es passieren nicht solche Sachen, dass man einen Weg reinbaut und ein Stück von dem Burgstall wegbaggert. Ja, das ist richtig. Sensibilisierung, mhm. Bewusstsein schaffen. Ne? Dazu trägst du ja heute schon mit dem Video bei. Wieder ein Stück mehr. Und dann? Es ist ja nicht die einzige Anlage, die hier so in den Hang gebaut ist, um diese Miga herum, sondern wir haben ja zwei weitere. So, Pichelberg war wahrscheinlich was, so in Breisach, da kann man noch was sehen. Mhm. Und das ist das Interessante, warum hat man das an den Hang gebaut? Und nicht auf den hohen Berg, auf die Hochfläche, sondern immer an den Hang. Mhm. Das Einzige, was oben auf dem Berg steht, ist ja die Barbara-Bergkirche mit diesen Slawengräbern. Mhm. Alles andere da oben ist nichts. Ja. Mhm. Und das ist dieser Heiligtum, dieser Mythos, um dass das Plateau so heilig ist, dass alles drumherum gebaut wurde. Ja. Vielleicht das auch zu schützen, ne? Das Heiligtum. Ne? Oder weil da tatsächlich diese Megacity mal drauf war, ne? Und diese Außenposten sozusagen die große Stadt nochmal geschützt hat. Die Zuwege raus, ne? Die einfach die Tore gebildet haben. Genau. Verrückt. Okay. Ja, okay, gut. Dann gehen wir später nochmal zum Kloster Essen, oder? Ich glaube, du hast jetzt ja noch was zu tun, in Anführungszeichen. Ne? Und hast du denn noch so für uns alle zusammen, ich mache dann noch das Aufmaskar fertig. Und willst du denn noch den Kulturschätzern da draußen als Kulturschätzer heute auch irgendwas mitteilen? Ja, ein bisschen eben die Sensibilisierung gegenüber dem Alten. Ja, nicht immer alles wegreißen, sondern erstmal sagen, schauen, was ist da, was war da oder was ist in meiner Region eigentlich an Bedeutung da, wo ich bis jetzt überhaupt keine Informationen davon hatte oder dran gedacht hätte, dass meine Region doch eine große Historie hat. Ja. Mhm. Und das ist genauso hier auch. Hauptaugenmerk bei uns in der Gegend, Drumübungsplatz. Mhm. Das hier mal Mittelalter, irgendwelche, jetzt einfach mal davon aus, Ritter waren, ja, die ja vielleicht ihr Land verteidigt haben oder so. Bis jetzt kein so im Auge gefasst, sondern es ging halt immer drum ums Platz, das war's, Kloster, das war's, unsere Städte, die heute noch da sind, das war's, aber so außenrum diese mystischen Orte, Kulturdenkmäler der Region, so ein bisschen in Vergessenheit. Mhm. Ja, also vielleicht ein bisschen wieder ins Bewusstsein rufen, dass wir doch älter sind, als wir denken. Dass wir älter sind, wie wir denken. Und an der Stelle ist natürlich auch interessant für Interessierte, wie können die denn überhaupt anfangen?
Na, was können die denn machen? Also gibt es da irgendwelche Stellen, wo man anrufen kann? Gibt es da helfende Leute? Können sie dich anrufen oder wie ist denn das? Wie? Mich kann man jederzeit kontaktieren. Über das Internet können uns ja dann verlinken. Genau, ja. Sowieso. Ansonsten natürlich erst dann auch vielleicht Tourismus. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie stark will ich in die Materie reingehen. Ja. Interessiert es mich bloß dahin zu wandern, dann ist natürlich das Tourismusbüro immer die erste Anlaufstelle, die einen informieren. Oder Heimatvereine. Heimatvereine. Und da kann man dann jetzt sozusagen dann schon mal sein Wissen sozusagen etwas erweitern. Erweitern. Und wie gehen wir mit Eltern vor, die Kinder haben und die Kinder vielleicht dann, also wie können das Kinder entdecken? Also ich meine, du hast ja auch früh schon Schlösser und Burgen entdeckt, ne? Und damit ist ja dein Interesse geweckt worden. Vielleicht nicht gerade zu so etwas wandern, wo man kaum noch was sieht. Ich habe es diesen Sommer erlebt, im Prinzip sehr großes Desinteresse, weil es ist halt nichts da, man kann ja nicht klettern oder so. Ja, ja, ja. Ja. Dann lieber doch eine Burg aussuchen, wo noch eine Ruine steht, wo vielleicht auch eine Führung stattfindet oder sowas. Das ist das, was eigentlich so Kinder in die Kulturgeschichte führen sollte. Nicht unbedingt in Kirchen gehen, ja. Ich weiß, das hat das als Kind immer, oh Gott, Kirche, ne? Burg ist ja wieder faszinierend, ja. Klar. Ritter. Kämpfen oder Ritterrüstung etc. Deswegen lieber dann etwas nehmen, wo Mauern stehen, hier in der Gegend zum Beispiel Burgruine Leuchtenberg, ja, oder Waldeck hier, das ist auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Da sieht man was, da kann man was anfassen, ja. Da kann man spielen. Genau. Das ist wichtig, ja. Schön. Okay. Und zu guter Letzt deine berühmten letzten Worte. Meine berühmten letzten Worte. Das können wir da nehmen. Wer was wissen will, einfach mich kontaktieren. Ich versuche zu helfen. Super. Freue ich mich. Dann an der Stelle Dankeschön für deine Zeit. Und ich glaube, da holen wir unsere Kamerafrau. Und jetzt sind wir sozusagen am Ende. Vom Beginn einer komplett neuen Dimension. Ne? Ich bin hellauf begeistert. Auch ich habe hier wieder heute einen Burgstall in neuer Art und Weise entdeckt. Also du hast auch mein Wissen heute nochmal super genial nach vorne gebracht. Ich habe tatsächlich auch an mehr Steine gedacht erstmal und konnte aber aufgrund deiner Ausführungen richtig mich reinfühlen und auch mit den übrigen Findlingen, die wir da gehabt haben und so weiter. Das hat mir richtig gut gefallen. Und wo ich das Ganze erzähle, kommst du auch noch drauf, weil wir wollen dich natürlich auch hören. Und ja, und weil das damit jetzt noch nicht das Ende ist, möchte ich noch die Jessica hier mit euch sehen. Ne? Also. Ach, es läuft sogar schon. Super, ja, super, perfekt. Ja, und da ist jetzt Jessica und Matthias. Ja, unterhaltet euch doch mal. Ich weiß es nicht. Ne, wie hat es dir gefallen und welche Fragen nimmst du? Hast du denn vielleicht jetzt sogar gerade noch? Hast du vielleicht noch welche? Nee, also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass ich fand es sehr interessant und werde jetzt dann halt zukünftig mit einem anderen Bewusstsein vielleicht auch mal durch den Wald gehen und wenn ich dann sowas sehe, mir dann die Frage stellen, vielleicht war das ja dann auch mal ein Burgstall oder ist ein Also mit der Schwierigkeit dieses Burgstelle, ja, gegenüber der Ruine, wo ich vielleicht noch zwei, drei Mauern stehen habe, ja. Aber hier ist halt diese Burgstelle, die vor, sagen wir einfach mal, 1000 Jahren schon untergegangen ist und hier liegen geblieben ist, Gott sei Dank, ja, dass man halt nur noch diese Erdschüttung, sagen wir jetzt mal, sieht. Wer weiß, was da drin ist. Vielleicht finden wir ja dann noch Mauerwerk, wenn mal jemand graben darf, ja. Was dann rauskommt und wir haben halt leider auch von der Geschichte her zu wenig Informationen, dass man sagen können, da war der Ritter von Steinfurt gesessen, von Neuhaus etc., aber wir haben leider auch nicht so viel, dass wir auch nicht 100% darstellen können, wie das Ganze hier mal ausgesehen hat. Leider. Aber es war, wie gesagt, wie du dann so erzählt hast, was dann hier vielleicht war und oben und so weiter. Man konnte es sich einfach bildlich vorstellen. Das war ja wie so eine Zeitreise. Toll. Ja, war sehr schön. Super, cool. Deine berühmten letzten Worte. Ich habe mal gefragt,
was ich den Leuten vielleicht mitgeben kann, dann an der Stelle jetzt, ist sich einfach mal drauf einzulassen und eben diesen Entdeckergeist, den wir vorhin genannt haben, ja, auszuprobieren und sich da ein bisschen entführen lassen in, ja, andere Welten. Super. Ja. Toll. Dankeschön. Auf, super. So, jetzt sind wir im dritten Schluss. An der Stelle wirklich, es war mir eine außerordentliche Ehre. Matthias, geil. Danke dafür. Hat echt mächtig viel Spaß gemacht. Und das Video ist wieder dann eine Ode an dich, an die Kulturschätze da draußen. Und ich freue mich, dass ich das mit dir drehen durfte und dass wir jetzt noch ein bisschen hier aufnehmen dürfen und so weiter. Und uns dann später nochmal zum Essen treffen. Ne? Okay. Super, alles klar. Also, wenn euch das gefallen hat, liebe Freunde der Sonne, in den Text unten drunter steht dann der ganze Restzeug mit ein paar Informationen. Ich verlinke dann auch noch die Dokumente etc. Und wer der Matthias ist und wie er zu entdecken ist. Und ja, wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch, Kommentare runter, teilen, liken und so weiter und so fort. Danke für eure Aufmerksamkeit. Peace, ich bin euer Corny, der verrückte Bauingenieur zur Rettung historischer Gebäude weltweit. Peace. Yo Leute, ich probiere heute mal was Neues, jetzt sind wir zwischenzeitlich zurück im Büro und ich werde jetzt nämlich zeitgleich eine Videoübertragung machen, nämlich über die Ergebnisse aus der 3D-Laser-Vermessung und es waren über 50 Scans, die wir gemacht haben. Ich habe die jetzt zwischenzeitlich über Nacht, heute ist allerdings auch schon wieder Mittwoch, einscannen lassen und heute nach Feierabend habe ich mir, ich konnte es gar nicht mehr aushalten. Ich wollte jetzt vorhin dem Matthias eine E-Mail schreiben und wollten dann nur mal kurz sagen, dass die Ergebnisse toll sind und ich stolz auf sie bin, weil es hat geklappt und dabei habe ich festgestellt, dass meine Meterschritte nur 0,5 Meter Schritte sind. Immer wenn ich 12 Meter gemacht habe, habe ich jetzt ausgemessen, sind 6 Meter. Ja, also wir sind jetzt zwischenzeitlich im Büro und ich habe jetzt in den letzten zwei Stunden die Ergebnisse soweit mal ausgewertet und Pläne hergestellt, die ich den Matthias jetzt dann zur Verfügung stelle. Und euch nehme ich jetzt mal mit und wir kommentieren das Ganze jetzt einfach mal, wie das Ganze aussieht. Hinter mir seht ihr meine Postkartenwand. Das bedeutet, wenn ihr unterwegs seid in der ganzen großen Welt, dann freue ich mich über Postkarten, weil so komme ich wenigstens auch mal raus aus dem Büro, wenn ich nicht gerade selbst unterwegs bin, aber ich bin halt öfter hier als woanders, bis ich mein Bauforscherbüsschen habe und dann auf der ganzen Welt historische Gebäude retten kann. Ja, irgendwo muss man ja starten. Ja, dann stoppe ich jetzt mal, damit wir irgendwie synchron laufen. Ich weiß es noch, ich habe gerade herausgefunden, nämlich, dass ich auch Bildschirmvideos über die Windows-Einheit machen kann. Funktioniert auch gut, da habe ich Matthias schon welche gemacht. Und das mache ich jetzt auch. Das bedeutet, ihr beobachtet mich, währenddessen ich da rumklicke und ich werde vermutlich auch diesen Ton nehmen und den Ton ausmachen, somit das Experiment. Ich werde auch nichts schneiden oder so, ihr kennt das ganze Ding ja. Wir arbeiten uns sukzessive voran. Gut, also
Bis gleich. So, Freunde der Sonne, jetzt seht ihr das Programm, nachdem wir die Punktewolke also eingemessen haben. Und ihr seht, dass es 50 Scans sind. Wir haben einen Fehler bei 1,1 cm. Bei einer solch einen Vermessung, wie ich es gemacht habe, ist das ein absolutes Glanzergebnis, wie ich es sagen darf. Und wir haben insgesamt 178 Millionen Punkte. Krass, ne? Okay, wir gehen jetzt also mal in die Projektpunktwolke rein und drücken hier auf Erkunden und da ist unser Ergebnis. Also ihr erinnert euch jetzt, wie das war also hier unser Ergebnis. Wir sind ja im Wald. Ich habe das Ganze schon ein bisschen ausgefranst und also bis wir zu diesem Ergebnis kommen, vergehen eine Nacht. Die 50 Punkte hier müssen... 50 Standpunkte, hier sieht man sie, einer, zwei und das sind immer, kann man da rausmessen, irgendwie kann man auch messen, da Punkte messen, von hier nach da 7,50 Meter und ich habe immer 12 Meter gemessen, also ich mache Lilliput-Schritte, aber das passt super, ihr werdet dann nämlich das Ergebnis sehen, jetzt gehe ich hier wieder auf, ja, Projektpunktwolke, hier klicken wir. So, das ist jetzt also unser Wald, den wir hier sehen. Und hier an der Stelle stehen wir. Jetzt möchte ich hier mal eine kleine Pause machen. Oder ich versuche jetzt mal, ich kann euch nur dieses Bildschirm hier gerade zeigen, glaube ich. Ja. Ich blende euch jetzt mal einen Drohnenflug noch ein, wo ihr also seht, wo wir jetzt hier sind. Nämlich in diesem Bereich. Und dann zoomen wir mit unserer Drohne so weit raus wie hier und schauen uns genau das, was wir jetzt gerade sehen haben, mit der Drohne an. Okay? Ich gehe nochmal rein. Wir fliegen dann ungefähr so wieder zurück, um dann uns hier so umschauen zu können. Und hier seht ihr auch mich, wie ich da rumstehe. Und da hinten ist Matthias und irgendwo ist auch die Jessica und so weiter und so fort. Ja, also das ist eine 3D-Punktewolke auf jeden Fall. Wir fliegen jetzt mal noch durch. Nein, wir wollten ja jetzt den Flug machen. Wie mache ich das jetzt? Flug ab. Dann drücke ich jetzt Stopp. Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up. Don't stop.
bin ich wieder. Ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Also es ist ein absolutes Experiment, was ich jetzt mache, weil es ist jetzt mal eine komplette Arbeitsschleife wirklich durch vom Vorortsein bis hin zum Ergebnispräsentation bis zu den Plänen. Einfachste Art und Weise natürlich, also was man halt so in einem Tag alles schaffen kann. Ne? Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal einfach mal weiter an, wie das Ganze hier ausschaut und wie ihr ja aus dem Video noch erkennt, könnt ihr hier sozusagen den Berg hier erkennen und die ganzen vielen Pünktchen und da hinten. Also das ist auf jeden Fall unser 3D-Laser-Scan. Und jetzt gehen wir mal ins nächste Programm nämlich rein, das nennt sich PointCap, aus welchem ich dann letztlich meine Schnitte generieren kann und Grundrisse und Ansichten, so denn wir denn welche gehabt hätten, zum Beispiel von einem aufgehenden Mauerwerk. Also ab ins PointCap. PointCap ab! Ich habe mir jetzt gedacht, wir gehen doch noch nicht ins PointCap, weil jetzt zeige ich euch noch mal kurz so, wie das ausschauen könnte. Jetzt, wir können nämlich jetzt hier mal draufdrücken und dann sehen wir, dass hier der Scan 147. Jetzt können wir nämlich auch da mal reinklicken, was jetzt passiert. Seht ihr? Das hat der gescannt. Also nur mal so zur Information. Das sind die Hinter... Da bin ich und da tue ich mich gerade bei Jessica ausweinen, wie weh mir mein Rücken tut und alles Mögliche. Also was will ich sagen? Das sind sozusagen die Punkte, die der Dingsterbums da aufnimmt, der 3D-Laserscanner und auch mit den Panocam. Und ich kann jetzt auch hier bestimmt irgendwelche Sachen machen. 147, und jetzt kann ich hier klicken. Ne? Jetzt kann ich nämlich auch irgendwas, ja, wisst ihr, ich bin halt doch ein eher High-Typ, was bedeutet, also so tief bin ich noch gar nicht in diese Materie reingegangen, weil ich immer nur meine Pläne rausziehe. Ansicht, ach genau, Schnellansicht, räumliche Ansicht, ich wollte in die Schnellansicht reingehen. Und das war das hier, das war es also nicht, ich will nämlich in die Panocam. Räumliche Ansicht. Also, das hat er tatsächlich gescannt. Seht ihr das? Das ist es, was ich wollte. Das sind die Punkte, die er genommen hat. Und da erkennt ihr auch, dass ich kein großes Raster gewählt habe. Aber vollkommen ausreichend. Und so gehen wir dann auch immer voran. Und das sind also die 3D-Laserscanner-Punkte. Und jetzt kann ich hier auch noch diverse Farbstufen mit reinbringen, um zu erkennen, wo was wie ist. Aber wir gehen in die Originalfarben. Wir können dann auch noch... Ich weiß, dass ich mir auch irgendwo... die Bildansicht aus der Panocam anschauen hätte können, aber jetzt wohl nicht mehr. Ist auch wurscht. Das wollte ich euch noch mitzeigen, wie das so aussieht und genau. Jetzt gehen wir in PointCap. So Freunde, zwischenzeitlich habe ich jetzt PointCap gestartet. Ihr seht jetzt hier schon das eingelesene Projekt. Also hier erkennt ihr runde Pünktchen, das sind die ganzen 3D-Laser-Scans. Ihr müsst nur meiner Maus folgen. Und diese grünen Striche da drin stellen Schnitte dar. Das bedeutet hier drüben, das seht ihr ja glaube ich auch, ich weiß allerdings nicht, wie sich das jetzt dann auf dem Handy dann anschauen lässt, also es tut mir wirklich leid für die Qualität vermutlich, aber es ist wie es ist und damit müsst ihr jetzt erstmal klarkommen. Es wird in der Zukunft wesentlich besser und ich zeige euch jetzt mal, hier arbeite ich nämlich auf zwei Bildschirmen, müsst ihr verstehen, und ich habe das nämlich schon vorhin in meinem Bild Videozeug angeguckt und da ist es schon so groß und ich mache ja hier Hochformat und die anderen Fotos, Bilder sind auch alle Hochformat. Ja, muss ich für Zukunft mal eine Lösung finden, weiß ich aber noch nicht wie und weiß ich halt noch nicht wie. So, und hier seht ihr aber auf jeden Fall den Grundriss, den ich gezogen habe, denn das könnt ihr hier sehen.
Und hier kennt ihr dann auch diese verschiedenen Plateaus. Hier ist das Plateau, was der Matthias erwähnt hatte, wo wir uns eingefunden haben, wo er gesagt hat, wir sind da. Ne? Und dann haben wir uns hier vorgearbeitet, das ist der Burgwall, hier, hier, hier. Das ist die zerstörte Burggeschichte, da wurde der Harvesterweg, so der Forstweg sozusagen gemacht worden und hier wurde ja reingekramt zum Wenden. Ne? Und ich habe jetzt hier sozusagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Längsschnitte gemacht und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, circa 9 Querschnitte. Und die kann ich hier dann anlegen und die Ergebnisse seht ihr jetzt dann in mein Archicad. Das ist der letzte Workflow-Step aus Farosin in PointCap und dann vom PointCap in Archicad. Und da gehen wir jetzt mal rein. Oh, meine herrschaftlichen Freunde der Sonne, wir sind jetzt in Archicad angekommen, eines meiner Favorites-Programme. Mit einer, da kann man so geil, also das ist wirklich ein fettes, fettes, geiles Proggy. Und mit denen arbeite ich sehr, sehr gern zusammen. Und vor allem habe ich deswegen auch meinen Faro gekauft und auch den PointCap, weil die mit Archicad sozusagen Tools entwickelt haben, was ihr auch hier seht, das BIM for Tool. Es hat einige zigtausende, um genau zu sein. Ich glaube, mein Laserscanner hat 30, 35, 40.000 gekostet. Und die Programme, die ich dazu noch benötigte, waren dann auch nochmal bei ca. 20, wenn mich nicht alle. Also insgesamt habe ich einen 60er hingelegt, ja. Und das Archicad habe ich logischerweise schon früher gehabt, um Planungen machen zu können. Und jetzt schauen wir uns mal das an, wie das aussieht. Also hier habe ich jetzt schon ein paar Schraffuren drüber gelegt. Und hier konnte ich dann auch mal so die Fläche rauskicken. Hier sind 389 Quadratmeter Fläche insgesamt. Vorburg zum Beispiel und hier der grüne Bereich, das ist die Hauptburggeschichte und hier erkennt ihr auch dann auch die Schnitte, die ihr vorhin in grün gesehen habt, die wurden hier auch schon reingelegt. Rechter Natur, hier erkennt ihr dann auch nochmal die echten Schnitte, möchte ich mal euch einfach mal zeigen, wie sowas aussieht und da habe ich auch schon Höhenkoten reingefügt. Und was kann man jetzt machen? Naja, der Fachmann kann jetzt sozusagen hier, weil ich die Pläne hergestellt habe, rausmessen. Ich persönlich kann natürlich noch geiler rausmessen. Ich nehme hier mein Messwerkzeug und sage zum Beispiel, alles klar, so, das sind 3,83 Meter oder hier der Wallaufschüttung sind 7 Meter. Das sind sogenannte Orthofotos. Um jetzt hier einen echten Plan draus zu machen, kann ich hier über die Linien das Ganze nachfahren und sozusagen das auch wirklich darstellen. Ja? So wird das Ganze dann aussehen. Und damit wäre das auch echt hinterlegt, hinter Plänen und so weiter. So ist es jetzt noch eine einfache Natur. Das bedeutet, reicht aber vollkommen aus für den aktuellen Planstand und für die weitere Recherche. Und man kann halt da drin rumspielen und das macht schon Spaß. Ich kann jetzt hier die Höhe A angeben und hier die zweite Höhe, um dann zum Beispiel herauszufinden, wie viele Meter sind denn das? Ah, das war falsch. Nochmal hier ein Punkt, da ein Punkt und jetzt kann ich da reingehen. Und jetzt sehen wir hier, haben wir eine Höhendifferenz von 8 Meter. Ich könnte auch, wenn ich wollte, natürlich auch hier eine Burg jetzt rein rekonstruieren und das komplette Geländemodell auch nachmodellieren. Wenn ich denn wollte. Und das sprengt natürlich dann nicht nur alle Kapazitäten, sondern auch sämtliche Kapazitäten. Warum? Mit welchem Hintergrund? Weil das natürlich unglaublich viel Zeit ist. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass das auch das Ziel ist von Kulturschätze deiner Region, dass ich diese unendlich viele Zeit auch habe, um genau solche Burgstelle oder historische Gebäude, nämlich für unsere Nachwelt auch, herzustellen. Heute finanziere ich das selbst raus, aus meiner Arbeit und so weiter und so fort. Und eines Tages, eher früher als später, das bedeutet noch bis 2036, wird KSDR selbst sich finanzieren können und wir werden das alles durch die verschiedenen Produkte und so weiter dann auch schaffen können. Genau. Aber
Solange muss der Tanai in seine eigene Tasche greifen, um das alles hier natürlich finanzieren zu können. Und ich mache das mit Wonne und Wohlwollen, weil es macht einfach Spaß. Ja, und heute habe ich auch noch mit dem lieben Pascal aus Sardinien telefoniert und der hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, als ich ihm so gezeigt habe, das ist von Clicktip, was ich so alles bis dato getrieben habe. Habe das dann immer so, wow, Alter. Und ich so, habe so einen Augenwischer bekommen. Ui, da, okay, ich habe das schon, ich blicke schon gar nicht mehr, was ich alles mache. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich blick's einfach schon gar nicht mehr. Jedenfalls ist das jetzt sozusagen der Schnitt. Ja, was kann man jetzt daraus rausholen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dazu bin ich zu wenig Burgenforscher noch. Ich weiß nur, dass es hier Wälle gibt und so weiter. Und ich sage eins, ich werde auf jeden Fall noch ein Nachvideo machen. Und ich habe ein paar Sachen gelernt, dass hier eben diese Burg... Vorburg war, beziehungsweise Hauptburg, also da, ich kriege noch nicht mal den Fachterminus hin, also seht mir das bitte nach, da bin ich noch zu unbewandert in der ganzen Geschichte, was solche Ruinen angeht, die noch nicht mal mehr zu sehen sind, und werde aber hier mit Matthias dann noch viel, viel mehr letztlich daraus lernen. Das wollte ich euch zeigen, und zu guter Letzt zeige ich euch dann auch die Ergebnisse hinsichtlich der Pläne, die ich hergestellt habe. Dauert ein bisschen. Also hier erkennt ihr dann nochmal den Plan auf dem A1 zum Plotten. Hier habe ich diesen Geländerelief-Plan gemacht, welches... Also scheiße, da fehlt eigentlich eine Schraffur. Hier. Naja, das ist jetzt auch wurscht. Hier... Und das war unser Drohnenflug, den ihr schon vorhin gesehen habt. Hier habe ich noch ein Foto gemacht aus circa einer gewissen Höhe. Und hier ist auch nochmal. Und jetzt, ich verstehe jetzt auch, warum der Landwirt oder der Forstwirt hier diese Kuhle gemacht hat, weil es sein Grundstück ist und der musste so gehen, wenn er denn da um die Kurve wollte, weil hier erkennt ihr das. Das ist seine Parzelle 449 und hier geht es in 468 rein. Und eventuell ist es seins, ist es nicht seins. Naja, er musste aber auch deswegen, weil es hier bergab geht. Ne? Schade drum, aber jetzt ist es gesichert und gerettet. Und jetzt können weitere Wissenschaftler, weil Kulturschätze deiner Region hier Vorarbeit geleistet haben, können die jetzt mit den Schnitten und alles Mögliche ziemlich cool rekonstruieren. Und ich stelle natürlich auch die Punktewolke dafür zur Verfügung, und auch alles andere, was wir hier haben. Und genau dafür gibt es mich und Kulturschätze deiner Region wohl eher. Ich bin heute nur mal der Mittelsmann. Und darüber freue ich mich. Und ich freue mich auch, dass ich euch nochmal mit in mein Büro nehmen konnte, um euch das hier alles zu zeigen. So schauen dann die Schnitte noch aus. Genau, hier sind Schnitte. Und da kann dann jeder reinzeichnen. Und das Ziel ist es, dass jedes historische Gebäude ein eigenes Profil online bekommt in unserem HIM, unser Historical Information Modeling, wo wir dann selber diese Sachen wie à la Wikipedia ergänzen und so weiter machen können. Das ist so mein Traum und die Kontakte dazu werden jetzt sukzessive aufgehören. Ich habe auch ganz tollen Menschen, auch ganz tolle Kontakte zwischenzeitlich aufgebaut und ich kann mir vorstellen, dass das alles schon früher passieren wird, als ich tatsächlich gedacht habe. Ich habe das so ein Gefühl, und wenn nicht, ist es mir auch, nee, ist es mir nicht wurscht. Dann fände ich es schade, aber ja, ist toll. Gut, dann schalte ich jetzt mal wieder auf Vollbild um und wir beenden auch hier diese Ansicht in Arikat. Ja, sag ja zu historischen Gebäuden, ja. Mein Handy ist laut. Ich bin jetzt gerade so... Ich bin echt fertig. Ich bin schon wieder den ganzen Tag gehabt. Ich bin stolz, dass wir jetzt die Lager, die Pläne und so weiter fertig haben. Ich speichere jetzt auch die Datei ab. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr könnt ja den Matthias anrufen. Ich verlinke euch den Link... Kontaktdaten zu ihm darunter, auch zur Deutschen Burgenvereinigung und so weiter und so fort. Bist du also ein interessierter Kulturschätzer, kannst du auch logischerweise mich anrufen
oder eine E-Mail schreiben oder in die Kommentare und so weiter und so fort. Wenn du Planer bist und sowieso schon solche Techniken hast und Bock hast mitzuspielen, du bist herzlich eingeladen. Nur so können wir wachsen. Musst halt die Zeit mitbringen, ne? Und dann, wie gesagt, es macht Spaß auf jeden Fall. Ich bin fertig. Ich bin fertig für heute. Ich bin wirklich durch. Ich freue mich jetzt auf den Feierabend, was zu essen. Morgen um 6 Uhr geht es schon weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Corny, euer verrückter Bauingenieur vom Kulturschätze deiner Region. Exhausted. Ich werde mir jetzt einen vegetarischen Dürüm holen. Ja. Das mache ich. Lasst es krachen. Bis bald. Und bis zur nächsten Kulturschatz-Action. Grafenwöhr, Pappenheim, einiges fällt noch an und arrivederci. Tschüss. Tschüss. Tschüss.